Moin Leute, ich bin's Toffer und willkommen hier auf meinem Kanal Toffer BUS. Heute mal etwas ganz anderes von mir, und zwar hat der JB und der Max Green links in der Infobox eine Gruppe eröffnet bei Facebook, und die nennt sich Nature Cleanup. Ja, es ist so eine Aktion, den Wald sauber zu machen, und genau das will ich tun. Ich bin jetzt in einem großen Waldgebiet, bin sehr tief reingegangen. Ja, das Video, wo ich reingegangen bin, das verlinke ich euch auch unten, beziehungsweise einfach mal oben jetzt in der Infobox gucken. Und ja, ich muss diesen ganzen Weg natürlich zurückgehen und habe immer eine Mülltüte dabei. Egal warum, die nimmt nicht viel Platz mit weg. Und ja, genau aus dem Grund, weil sie diese Gruppe jetzt eröffnet haben und dazu aufgerufen haben, den Wald sauber zu halten, fange ich damit auch an. Ja, und ich habe mich jetzt gleich daneben gestellt, hier liegt haufenweise Alufolie, und die nehme ich natürlich gleich mit. Eben gerade am Baum ganz viel Draht gefunden. Warum macht man Draht am Baum? Verstehe nicht. Ein Hundekotbeutel mit Inhalt. Noch ein Hundekotbeutel mit Inhalt. Gerade mal 10 Meter vom anderen weg. Und das Lustige ist, der Parkplatz, wo Mülleimer sind, der ist von hier jetzt nur noch 50 Meter entfernt. Unglaublich. Mann, Mann. So Leute, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier alles gesammelt haben. Ich mache den Sack aber nicht, also ich leere den jetzt nicht komplett. Öffne den nur ein bisschen und dann zeige ich euch mal, was da drin ist. Das ist unglaublich. Gut, das kann man jetzt schon mal zeigen. Leere Plastikflaschen, Dosen habe ich ohne Ende gefunden, Plastikmüll, Taschentücher, die ganz frisch waren. Die waren noch nicht mal dreckig. Unglaublich. So, ihr habt jetzt gesehen, wie viel Müll ich gefunden habe. Unglaublich, innerhalb von 30 Minuten, 45 Minuten waren es fast 3 Kilogramm Müll von Porzellan, von Blechdosen, PET-Flaschen, Hundekotbeutel, Taschentüchern, die teilweise, wo der Inhalt noch voll war, also ganz neuwertige Taschentücher, die man hätte nicht wegschmeißen brauchen, von Draht, Angelsehne, Aluminium, Plastik ohne Ende. Ja, das Ganze habe ich jetzt bei mir zu Hause in der Mülltonne fachgerecht entsorgt, natürlich getrennt. Unbedingt darauf hinweisen möchte ich auch noch auf eine ganz spezielle Facebook-Gruppe. Den Link, den stelle ich unten hier in diese Infobox mit rein. Schaut unbedingt mal nach, auch dort geht es um die Nature Cleanup Challenge. Und dort findet ihr viele weitere Informationen, Videos, Berichte, Bilder, was wirklich sehr interessant ist. Und ich verlinke euch auch noch ein Video, was in einer Zusammenarbeit von zwei YouTube-Kanälen entstanden ist. Einmal vom Max Green und vom JB. Das findet ihr auch unten. Schaut euch das auch nochmal an. Das ist ein sehr interessantes Video, weil am 5. Juni gibt es den großen Nature Cleanup Day. Und dort mache ich auf jeden Fall mit, und ihr solltet auch mitmachen. Also schaut euch diese zwei Links unbedingt mal an.
Ja, und du kannst auch ganz einfach mitmachen. Geh in den Wald raus mit Freunden, Familie, mit Kindern, egal. Geht raus in die Natur, nehmt euch Müllbeutel mit und sammelt alles ein. Ihr werdet erstaunt sein, wie viel ihr finden werdet. Unglaublich, was dort in unseren Wäldern alles rumliegt. Also schaut euch die Links an, bleibt gesund und anständig, werft keinen Müll in die Natur. Bis bald, euer Toffer. Tschüss.